Die Physikshow der Uni Bonn präsentiert den physikalischen Adventskalender auf YouTube. Begleite Steffi und Martin durch den Advent und erlebe täglich vom 1. bis zum 24. Dezember ein kleines Abenteuer, gekrönt von einem spannenden Physikexperiment. Einige Experimente kannst du sogar zu Hause nachmachen. Wir befinden uns in einer kleinen Studenten-WG. Das ist Steffi. Steffi studiert im ersten Semester Physik an der Uni Bonn. Oh Martin, ich freue mich schon so auf Weihnachten. Hast du denn schon alle Geschenke besorgt? Nee, das mache ich jetzt einmal am 23. oder am 24. morgens. Und du? Also, ich habe zwar schon ziemlich viel Stress in der Uni, aber ich habe schon Socken für meine Mama, eine Krawatte für meinen Vater und für dich habe ich auch schon was. Immerhin bist du mein Lieblingsmitbewohner. Du hast ja auch nur einen. Das ist Martin, Steffis Mitbewohner. Martin studiert auch. Ja, stimmt. Aber mit dir wird's auch nie langweilig. Sag mal, was studierst du eigentlich gerade? Asienwissenschaften, glaube ich. Aber war das nicht letztens noch Musik? Ja, aber da ist mir aufgefallen, dass ich gar keine Noten lesen kann. Und das Ganze war irgendwie wichtig dafür. Ja, war ja auch erst dein 13. Semester, ne? Heute ist der erste Advent. Ein Tag wie jeder andere, nicht wahr, Martin? Was ist eigentlich mit unserem Adventskranz? Martin? Alles in Ordnung? Wollen wir den vielleicht langsam mal anzünden? Gute Idee. Heute ist ja auch schon der erste Advent. Vielleicht ist heute doch kein gewöhnlicher Tag. Diese Lieferung ist es ganz bestimmt nicht. Niemand hat sie bestellt, niemand weiß, wo sie herkommt, und doch ist sie genau in diesem Moment zu Steffi und Martin unterwegs. Ja. Sonderlieferung! Aber ich habe doch gar nichts bestellt. Wir liefern Ihren Adventskalender. Adventskalender? Haben Sie doch bestellt. Hier steht es. WG Steffi Martin, Kreuzbergweg 28, 53115, Bonn-Poppelsdorf. Da ist sogar Ihre Unterschrift. Daran erinnere ich mich gar nicht. Ausladen! Na, endlich! Das waren dann alle. Das macht dann 29.999,99 €. Was? So viel habe ich nicht. Martin? Ich bin armer Dauerstudent. Ich auch nicht. Ach, mein Kollege, der beliebt zu scherzen. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Der Kalender, der ist gratis. Ich brauche trotzdem eine Unterschrift hier von Ihnen. Wir müssen dann auch mal wieder los. Wir müssen nämlich noch weitere Adventskalender ausliefern. Aber viel Spaß mit eurem Adventskalender. Dankeschön.
Hey Björn, da ist noch eins im Wagen. Also laut meiner Liste waren das jetzt alle. Ja, aber was machen wir denn jetzt damit? Das können wir doch nicht weiter mitnehmen. Nee, auf gar keinen Fall. Lass doch einfach hier. Ja, aber wenn wir das hier lassen, das ist doch total sperrig. Das verbraucht mega viel Platz. Irgendwie müssten wir das dann platzsparend unterbringen. Ja, und wie willst du so ein dickes Fass platzsparend unterbringen? Ich habe eine Idee, aber dafür müssen wir leider reingehen, weil hier draußen ist es zu kalt. Wow, Steffi, war das so eine Einstein-Rosenbrücke? Keine Ahnung. Nein, wir können zaubern. Das gehört zu unserem Job dazu. Also, wir haben unser Fass jetzt auf einen Brenner platziert und darin 1 Liter Wasser zum Kochen gebracht. Jetzt gleich verschließen wir das Fass und begießen es dann von außen mit Wasser aus Gießkannen. Ja, vielleicht haltet ihr ein bisschen Sicherheitsabstand. Wow, Steffi, du studierst ja Physik. Wie hat das funktioniert? Also ich glaube... Stopp, das ist doch unsere Aufgabe. Der heiße Wasserdampf in dem Fass hat sich durch das kalte Wasser der Gießkannen schlagartig abgekühlt und ist kondensiert. Nun ist es aber so, dass flüssiges Wasser 1700 mal weniger Platz einnimmt als Wasserdampf. Daher herrschte in dem Fass ein großer Unterdruck und durch den äußeren Luftdruck konnte es einfach zusammengedrückt werden. Ah, das habe sogar ich verstanden und ich studiere Asienwissenschaften. Das Gleiche kann man übrigens auch im Kleinen selbst machen. Darf ich mal in eure Küche? Das ist ja unsere Küche. Zum Glück haben wir noch aufgeräumt. Wo habt ihr denn eure Pfanddosen? Da unten. Ah ja, das sind ja die Dosen. Nehmen wir mal einen. Also, ihr braucht nur ein bisschen Wasser, 2 Esslöffel, in eine Dose zu füllen. Das Ganze erhitzen. Okay, wenn das ganze Wasser verdampft ist, schalten wir den Brenner oder den Herd aus. Nehmen die Dose, Vorsicht heiß, und drehen sie kopfüber ins Wasser. Oh, wie cool! So, ich glaube, wir müssen dann auch wieder los. Wir haben noch weitere Adventskalender auszuliefern. Aber viel Spaß mit eurem Adventskalender. Danke! Danke! Tschüss! Tschüssi Müsli. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier doch den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Folge uns auf Instagram oder melde dich auf unserer Mailingliste an, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst.